Die unverblümte Wahrheit ist, dass die richtige Methode für die Neukundengewinnung sehr, sehr stark von deiner Zielgruppe und deine Zielgruppe letztendlich von deiner Positionierung abhängt. Das heißt, alles beginnt letztendlich mit deiner Positionierung. Und deine Positionierung besteht letztendlich aus nichts anderem außer dem Product Market Fit. Das heißt, der Match zwischen das, was du kannst und das, was der Markt, also sprich potenzielle Kunden, andere Firmen da draußen im B2B, im B2C, wenn es andere Menschen benötigt. Also ein Komplementär zu dem, was jemand noch nicht hat, du aber hast. Und im Austausch dafür, dass du ihm das gibst, bekommst du Geld. Das ist letztendlich so banal, aber viele scheinen das immer wieder zu vergessen. Und das wäre jetzt so ein bisschen die rückwärts Return Reverse Engineered, worauf es letztendlich in der Nutshell, also im Kern bei der Neukundengewinnung ankommt. Und da ich mich ja spezialisiert habe auf die IT-Branche und da wiederum auf das Enterprise-Segment, das heißt, es geht jetzt nicht darum, Neukunden zu gewinnen, die fünfstellig, sechsstellig mindestens Customer Lifetime Value haben, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen. Darum geht es, nicht um den schnellen Cashflow. Letztendlich geht es letztendlich darum, dass man hier auch sehr stark Beziehungsmanagement betreibt und das beginnt bereits, bevor jemand überhaupt ein Kunde geworden ist. Das heißt, wir sagen so schön bei uns bei Klein Marketing, Bestandskundenmanagement ist gleichzeitig Neukundenakquise und Neukundenakquise ist gleichzeitig Bestandskundenmanagement. Denn im B2B ist es halt so, dass ich vielleicht mit einer Firma mal zusammengearbeitet habe, mit einer größeren Firma, sich dort aber letztendlich die Ansprechpartner geändert haben, die Rollentausch stattgefunden hat. Leute haben ihre Position geändert oder haben den Firma geändert. Dann fange ich dort quasi wieder gewissermaßen von vorne an, obwohl das in Theorie eigentlich von der Firma her mein Bestandskunde von mir ist. Das heißt, das Beziehungsmanagement startet da von vorne, obwohl ich dort als Lieferant bereits gelistet bin. Das heißt, dieses B2B, dieses Neukundengeschäft mit größeren Firmen, ich würde mal sagen, ab 100 Millionen Euro aufwärts im Jahr, besonders auch die ganzen Industriefirmen, die eben, also Deutschland ist nach wie vor eine der stärksten Industrienationen. Von daher bietet sich auch dieser Markt an, mit diesen Firmen sich auf das zu fokussieren und zu spezialisieren, so wie wir es eben auch mit unseren Kunden machen. Da geht es eben ein bisschen anders, als wie jetzt in den vielen, vielen, vielen anderen Methoden und Beispielen der Neukundenakquise, Direktmarketing etc., die da draußen eben kursieren. Da wo auch viel Instagram-Marketing mit dabei ist und Facebook-Marketing und dergleichen. Das spielt in dem Segment, wo wir zu Hause sind, eher weniger eine Rolle. Und ich mache dieses Video aus dem Grund, weil da draußen eine Unzahl von Videos kursiert, wo es primär auch um Neukundengewinnung geht und alles, was damit zusammenhängt. Primär, ich würde mal sagen, zu mindestens 70 bis 80% geht es jedoch um Neukundengewinnung über Online-Marketing und wie man letztendlich dieses leidige, sehr anstrengende Thema Kundenakquise vermeiden kann. Kaltakquise hängt damit auch zusammen. Nicht nur reine Kaltakquise, aber eben generell dieses anstrengende, traditionelle, analoge, jemanden anrufen, E-Mails verschicken und das kann man natürlich auch teilautomatisieren, aber letztendlich diese individuelle Akquise One-to-One, also 1:1, das ist mit Abstand der kostenaufwendigste vielleicht auch. Das hängt immer ein bisschen vom Einzelfall ab. Aber natürlich ist es auch der anstrengendste Teil oder überhaupt die anstrengendste Methode der Neukundengewinnung überhaupt. Ist ja ganz klar, denn wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein paar gute Online-Marketing-Kampagnen laufen habe, die einfach funktionieren, dann muss ich da jetzt vielleicht noch ein paar Stunden die Woche investieren und dann läuft es mehr oder weniger. Im Idealfall. Soll ja schon mal vorgekommen sein, ja. In der traditionellen Kundenakquise über Telefon und letztendlich ja, Telefon, Zoom-Calls und so weiter, also 1:1,
Es ist natürlich so, dass sobald ich nichts mehr mache, auch nichts mehr passiert. Und das ist natürlich oldschool, aber in dem B2B-Umfeld, wo wir uns bewegen mit unseren Kunden, das heißt, wir targetieren, wenn man das Wort so nennen möchte in diesem Zusammenhang, Firmen von 50 bis 100 Millionen Euro aufwärts. Das heißt, sind Firmen, da lohnt sich das auch, diesen Aufwand zu betreiben. Zum einen und zum zweiten ist, das sind Firmen, wo Online-Marketing nur bis zum gewissen Grad funktioniert und auch Online-Marketing auf bestimmten Plattformen eher nicht so gut funktioniert. Ich würde mal sagen, Instagram, TikTok und Facebook und Pinterest und so weiter, die sind, oder Snapchat und so weiter, sind fast eigentlich irrelevant. Ja, und natürlich gibt es auch einige auf LinkedIn spezialisierte Online-Marketing-Agenturen und die gehen wahrscheinlich schon den etwas besseren Weg, aber auch LinkedIn mittlerweile, ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, ich habe ein sehr großes Netzwerk, zumindest aus meiner Branche, der IT-Branche, dass viele von den wirklich guten IT, wirklich also hochkarätigen IT-Entscheidern auch nicht mehr auf LinkedIn wirklich groß vorhanden sind, weil sie dort einfach auch überschwemmt werden mit irgendwelchen Anfragen. Ja, das heißt, da gibt es eben, entweder man kennt die Leute schon oder man ist in gewissen anderen Zirkeln drin, ja, oder man hat natürlich schon hier besonders andere Methoden, die viel, viel aufwendiger sind, als wir jetzt einfach irgendwelche Werbekampagnen schalten, weil man diese Leute einfach mit Werbekampagnen, sprich Online-Marketing, einfach nicht mehr erreicht. Ja. Und das ist natürlich schon so, dass man, was auch sehr auffällig ist, dass zum Beispiel auch viele IT-Entscheider auf LinkedIn einfach nicht mehr einen Jobtitel oben reinschreiben, weil man dann einfach über zum Beispiel das LinkedIn, den Sales Manager von LinkedIn, ja, dann kann man auch sozusagen, wenn man da jetzt halt nach Jobtitel sucht, dann sind die gar nicht mehr auffindbar. Na, das sind so ein paar Kleinigkeiten, die auch sehr starke Indizien dafür sind, dass es sehr, sehr stark, sagen wir mal, nachgefragte Entscheider sind. Ja. Und es ist auch völlig klar, desto hochkarätiger ein Entscheider, desto weniger Zeit hat er eigentlich, ja, mit jemandem zu sprechen, der ihn akquirieren möchte. Aber desto häufiger wird er auch meistens angerufen. Das heißt, er wird ja wahnsinnig, wenn er auf jeden Kaltakquise-Anruf eingehen würde. Das heißt, weil das auch viele andere wissen, auch viele andere Marketer und Vertriebsagenturen und Coaches, sagen natürlich, okay, die Lösung dafür wiederum ist Online-Marketing. Also Online-Marketing, das kann ich dann sozusagen an alle gleichzeitig ausspielen, ohne jetzt 100 oder 200 Leute einstellen zu müssen. Und dann wird halt eben derjenige, der jetzt gerade Bedarf hat, auf die richtige Werbeanzeige klicken und dann mein Lead und mein Kunde und zumindest mal mein Lead werden und dann mein Kunde. Die Sache ist nur, wo spiele ich diese Werbung aus? Ne? Also das heißt, es gibt ja diese Push und die Pull und da ist ja häufig von Push die Frage. Also ich rede jetzt hauptsächlich von den ganzen Videos, die da draußen kursieren bei Push. Das heißt also Facebook, Instagram und so weiter, TikTok, das ist alles Push. Das heißt, ich projiziere letztendlich Display-Werbung, ja, und ich sage, okay, hallo, hier bin ich, hallo, du kennst mich noch nicht, aber bitte mal klicken, ja. Also das andere wäre intrinsisch motivierte Google-Suche, das ist was völlig anderes, das machen wir sehr, sehr stark sogar, ja. Also, und YouTube ist sozusagen eine Mischung daraus. Deswegen würde ich sagen, man kann natürlich immer beiläufig, und ich sage ganz bewusst beiläufig, Online-Werbung schalten in dem Bereich, wo wir uns bewegen. Das heißt, nochmal zur Erinnerung, wir targetieren größere Firmen. Das heißt, wir wollen Kunden, also Kundenwert schaffen von mindestens im Jahr sechsstellig. Das ist unser absolutes Ziel. Ja. Wir reden hier letztendlich von Projekten, die in der Regel nie unter 100.000 Euro wert sind. Das heißt also, da lohnt sich auch, Sales-Teams aufzubauen und so weiter. Und es ist auch eigentlich gar keine andere Möglichkeit da. Selbst wenn du Online-Werbung hast, brauchst du letztendlich immer sowieso dein Sales-Team, was eigentlich auch alle wissen. Ja? Häufig ist es aber so, dass Online nur wirklich beschränkt hilft. Und selbst ein Sales-Team, das jetzt so quasi remote irgendwo sitzt oder sagen wir mal, irgendwo im Büro sitzt, einfach über eine Telefonanlage telefoniert, selbst die haben teilweise bei manchen Entscheidern keine Chance. Und da musst du dir einfach dann nochmal komplett was anderes einfallen lassen. Entweder du bewirbst dich bei jemandem für eine Zusammenarbeit, für eine Kooperation, der quasi schon Zielgruppenbesitzpartner ist. Und das wird nicht einfach, das kann ich dir auch gleich sagen, weil ich meine Kontakte, die ich mir über Jahre hinweg aufgebaut habe, auch nicht an jeden irgendwie verheize, der mir ein bisschen Geld überweisen möchte. Ja,
aber letztendlich auch nichts dahinter hat. Das heißt, ich suche mir meine Kunden, mit denen ich eins zu eins zusammenarbeite, extremst aus. Ja? Und da ist es natürlich so, dass hier natürlich sich die Spreu vom Weizen trennt. Ja? Das heißt, wenn du jetzt noch gar nichts hast, ist es natürlich extremst schwer, weil der Markt natürlich sehr befrachtet ist. Also die Leute, die sich jetzt halt auch über diese ganzen Massencoachings und so weiter alle selbstständig machen und dann von der Selbstständigkeit auch mal in die GmbH stufen wollen, ist natürlich zunehmend, sagen wir es mal so. Also vor 20, 30 Jahren war das noch nicht so heftig. Da hat niemand, der nicht irgendwie schon aus einer Unternehmerfamilie geboren wurde, jetzt groß, also es waren eher die Ausnahme, wo wir gesagt haben, hey, bei mir in der ganzen Familie war niemals jemand irgendwie selbstständig oder Unternehmer, ich möchte jetzt gerne Unternehmer werden und groß hier eine GmbH aufbauen und etc. mit Holding und was weiß ich alles. Das ist erst in den letzten Jahren so ein bisschen gekommen. Ja, und das ist natürlich klar, dass dann der Wettbewerb auch sehr, sehr, sehr stark steigt. Und dann sind eben sozusagen das Verhältnis von Angebot und Nachfrage etwas unterschiedlich. Nichtsdestotrotz ist da draußen natürlich sehr viel Arbeit vorhanden noch und sehr viel potenzielles neues Kundengeschäft für Leute, die eben einen extrem guten Job machen. Und da trennt sich eben die Spreu vom Weizen. Okay, wie gut bist du wirklich in dem, was du machst? Wie gut ist wirklich dein Angebot? Wie gut ist dann daraus resultierend deine Positionierung? Und dann, wie clever bist du in der Findung von Zielgruppenbesitzpartnern, also so wie wir haben zum Beispiel ja, einiges an Netzwerk, ja, einiges an Kontakten und so weiter und die, da sind wir bereit, Kooperationen einzugehen. Ja, mit denen, also nicht mit allen und auch nicht mit einer Masse, sondern mit ganz dedizierten Kunden. Ja, das sind nur eine Handvoll Kunden jedes Jahr, mit denen wir Kooperationen eingehen. Und das ist ein sehr, sehr guter und effektiver Weg, das Ganze zu machen. Der zweite Weg ist, wenn du quasi ganz von vorne anfängst und einfach nur über Akquise, analoge Akquise, das würde ich sagen, würde ich im Verhältnis von 80-20 aufbauen. Das heißt 80% analoge Akquise, das heißt über Telefon und also was man halt manuell alles machen kann, E-Mail, Telefon und LinkedIn auch Anfragen schicken und so weiter. Hierzu auch gerne bei uns mal bewerben. Wir machen da auch Coachings und so weiter, ne? Also die sind auch relativ bezahlbar. Das muss dann jetzt keine kooperative Zusammenarbeit sein, die doch von der Investition, vom Investitionsniveau meistens ein bisschen höher ist. Also wenn du jetzt quasi gerade angefangen hast, bist Freelancer oder irgendwas und machst irgendwie 70.000, 80.000 im Jahr, dann ist diese Kooperationszusammenarbeit mit uns eher weniger was. Okay. Aber auch dann können wir dir weiterhelfen, halt einfach nur mit einem anderen Programm. Die dritte Möglichkeit ist natürlich letztendlich, dass du dir einfach Kapital besorgst, um letztendlich hier sozusagen Kapital, auch Fremdkapital, wenn du es dir clever besorgst, du musst es dir ja nicht unbedingt von der Bank leihen, ja, sondern kannst es dir auch woanders für einen guten Zinssatz holen, also Bekanntenkreis oder sonst was. Ja. Und Kapital ist letztendlich sowas wie der Kraftstoff für deine Maschine. Ja? Also nicht dein Business ist deine Maschine oder dein Auto und egal, oder sagen wir mal deine Kompetenz, aber egal wie gut deine Kompetenz ist, ja, in der IT. Weil angenommen, du hast super Top-Kompetenz, also wirklich, sagen wir mal, bist wie eigentlich vom Kompetenzlevel her wie ein Jaguar. Ja? Wenn du aber letztendlich keinen Kraftstoff hast, dann kommst du mit dem Jaguar auch keinen Zentimeter weiter. Ja? Und das ist halt letztendlich, um die Analogie zu benutzen, ist häufig auch so, dass desto besser deine Kompetenz ist, desto mehr Kapital benötigst du häufig, um dir hier eine Firma aufzubauen. Warum? Weil die Firmen, ja, die dann auf dich zugreifen möchten, ja, häufig sehr, sehr spezifische Anforderungen haben, weil du möchtest ja quasi damit einhergehend, dass du eben einen sehr hohen Kompetenzlevel hast, hast du natürlich auch ganz andere Anforderungen oder Ansprüche bezüglich der Bezahlung. Ne? Also wenn du quasi medioker Kompetenzlevel hast und dein Stundenlohn ist 85 Euro, dann geht Kundenakquise relativ easy im Vergleich zu, wenn du sagst, okay, ich bin jetzt hier zweifacher Doktor, habe irgendwie eine Spezialisierung und ich mache nichts mehr unter 160 Euro Stundensatz.
in der IT-Branche als Programmierer, was auch immer deine Spezialisierung da sein mag, dann brauchst du, dann, um die 160 Euro auch wirklich abrufen zu können, brauchst du ein ganz anderes Marketing, einen ganz anderen Vertrieb und damit auch ein ganz anderes nochmal Investment. Ja, ansonsten kriegst du diese 160 Euro Stundensatz nicht transportiert. Also du kannst nicht einfach irgendwie auf Freelancer-Map gehen und so weiter und dann erwarten, dass du 160 Euro die Stunde abrufen kannst. Ja, da brauchst du nochmal eine ganz andere Wahrnehmung im Markt. Und dann ist es aber auch möglich, ja. Aber das Vorinvestment ist ja auch entsprechend größer. Du kriegst es dann wieder zurück, weil du einfach dein Stundensatz einfach 50% höher ist wie der Durchschnitt oder noch mehr. Und dann letztendlich über einen langen Zeitraum hast du nochmal einen höheren Cashflow, was dir dann auch, es ist ja letztlich eine langfristige Strategie, aber nichtsdestotrotz, ja, der Initial Capital, ja, also der um die Initialzündung hinzulegen, brauchst du erstmal mehr Kapital. Also da geht nichts mit 10.000 Euro oder sowas, brauchst du nicht anfangen. Also ich würde mal grundsätzlich sagen, idealerweise hast du ein Startkapital von mindestens 100.000 Euro im Jahr. Ja? Also 50 oder 60 gehen auch, aber 100.000 ist noch viel besser. Ja? Weil du musst auch eins bedenken, selbst wenn du im Verhältnis 70, 80 zu 20 30% Online-Werbung schalten möchtest im Bereich IT, und das ist auch was die meisten überhaupt gar nicht ansprechen da draußen, die Neukundengewinnung über Online-Marketing sozusagen publizieren und anbieten. Das Online-Marketing kann auch im B2B-Look natürlich auch funktionieren, ist ja ganz klar. In Kombination, in einem gewissen Verhältnis, 30, 70 oder 80, 20. Aber im B2B-Sektor für IT und da nochmal konkret spezielle Softwareentwicklerthemen, da wo wir uns ja quasi sehr nischig positioniert haben mit unseren Kunden, ja, in dieser extremen High-End-B2B- Nische, auf die wir uns ja hier bei Klein Marketing spezialisiert haben, das ist halt in der Regel so, dass die Entscheider relativ wenig mit Facebook und Instagram zu tun haben. Das sind auch in der Regel keine Generation C oder Generation Z oder wie die alle heißen, Generation Y und so weiter. Das sind in der Regel, ich würde mal sagen, maximal in den Mitte 30ern, also eher weniger unter 30 bis fast auszuschließen unter 30. Das heißt, wenn wir in größeren Firmen mal reinschauen, wo die Entscheider sitzen, dann sind die in der Regel, es sind selbst irgendwie Marketingmanager oder sowas, aber die IT-Leiter und so weiter, die sind in der Regel nicht auf Facebook. Das sind auch letztendlich auch vom Menschenschlag her, also wie die Menschen quasi ticken, ja, sind die eher aversiv gegenüber solchen Plattformen generell eingestellt und muss einfach auch mal verstehen, wie tickt die Zielgruppe. Ja, also so diese typischen IT-Entscheider und so weiter, die haben zum ersten Mal überhaupt gar keine Zeit für irgendwelche Social Media in der Regel. Also die richtig wirklichen High-End-Entscheider, die sind meistens sehr stark durchgetaktet. Wenn sie dann noch Familie haben, dann sind sie froh, wenn sie auch in ihrer privaten Zeit nichts mit dem Internet oder irgendwas zu tun haben. Ja. Da bleibt vielleicht noch genau genügend übrig an Zeit, um vielleicht mit der Familie, mit dem kleinen Kind oder mit der kleinen Tochter oder mit dem kleinen Sohn irgendwie eine Netflix-Serie zu gucken, wenn überhaupt. Das heißt, die werden in ihrer Freizeit jetzt nicht unbedingt Facebook rumscrollen oder auf Instagram irgendwas rumwurschteln oder irgendwelche Reels anschauen oder irgendwelche Katzenvideos. Ja. Weil es zählt ja immer wieder das Argument, und das ist auch völlig verständlich, dass man letztendlich jeder B2B-Kunde ist auch irgendwann mal B2C-Kunde. Und hier könnte man ja Remarketing schalten über Facebook oder generell überhaupt primär auf Facebook und Instagram, die ja letztendlich B2C-Plattformen mehr sind, ja, Werbung schalten. Ja. Und das ist halt so, dass es natürlich bei vielleicht einigen B2B-Kunden auch funktioniert, aber bei den High-End-Segmenten, auf das wir uns ja, wie gesagt, schon seit, geraume Zeit spezialisiert haben, also wirklich Jahrzehnten, ist es eher unwahrscheinlich. Und das kann dir auch ein Gary Vee und jeder, der so ein bisschen auch Ahnung hat vom B2B-Marketing, sehr gut bestätigen. Wenn ich das Video finde von Gary Vee zum Beispiel, kann ich dir das auch gerne einblenden. Oder auch ein Alex Hermosi oder wie sie alle heißen. Ja? Also, wenn du es mir nicht glaubst, dann glaubst du denen. Und
letztendlich ist das, warum ich dieses Video mache, ist letztendlich auch der Grund dafür, dass viele da eben auf dem falschen Dampfer sind. Es ist halt die Macht da draußen, ja, die Macht der Facebook-Agenturen, derjenigen, die mit Facebook auch groß geworden sind, weil sie vielleicht Kleinunternehmer targetieren, Freelancer, junge Generationen und, die ist halt sehr, sehr stark. Und deswegen flattert dir das halt um die Ohren. Die Anzahl der Videos, der Social Media Medienanteile sozusagen, ja, die über analoge Telefonakquise sprechen, über E-Mail-Marketing, sagen wir mal B2B-E-Mail-Marketing oder auch LinkedIn-Marketing selbst, ja, ist halt verhältnismäßig gering. Und deswegen, wenn du nicht in der richtigen Bubble zufällig schon bist, also den richtigen Kanal abonniert hast, also nebenbei bemerkt, abonniere schon mal meinen Kanal, ja, dann wird es halt ziemlich schwer, auch die richtigen Entscheidungen zu fällen. Und viele sind da ein bisschen auf dem Irrweg und versuchen alles Mögliche über Facebook. Also in diesem Sinne wollte ich dir einfach sagen, okay, was wirklich Sache ist und was wirklich funktioniert und was nicht. Jetzt wäre mir fast die Kamera aus der Hand gefallen. Jetzt habe ich natürlich eine Menge darüber gesprochen, was alles nicht funktioniert. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen darüber sprechen, was funktioniert. Was funktioniert denn tatsächlich? Also wir reden hier nochmal zur Wiederholung, weil das Video etwas länger ist. Wir sind auf der Suche nach IT-Kunden. Also wir sind IT-Entwickler, haben ein Systemhaus, sind oder ein Startup-Unternehmen. Wir bieten Dienstleistungen an, Softwareentwicklung oder haben auch SaaS-Produkte im Einsatz und möchten uns Kunden gewinnen, die wir... Okay. Dankeschön. Okay, hier habe ich sogar so einen Ständer, den ich hier nutzen kann. So. Mein fleißiger Mitarbeiter mir gerade gegeben. So lässt sich das machen. Okay, so, jetzt muss ich mal das... Okay, cool. Das Mikrofon schon richten. Das ist ein sehr, sehr netter Kollege von mir, diesen Ständer hier gegeben, diesen Handyständer. Lässt sich doch gleich viel besser machen. Also jetzt haben wir ja, wie gesagt, haben wir jetzt viel gesprochen darüber, ja, was funktioniert in der Softwareentwicklung nicht im Sinne von Kundengewinnung. Also nochmal zur Wiederholung. Wir sind IT-Softwareentwickler. Im weitesten Sinne haben wir uns vielleicht sogar innerhalb der Softwareentwicklung auf ein Thema spezialisiert, sind Freelancer oder haben schon ein paar Mitarbeiter oder im Idealfall schon kleinere Teams, die wir quasi anbieten können im Markt. Ja. Und unsere Zielgruppe ist natürlich größere Firmen. Warum? Weil wir dort Customer Lifetime Values haben, die definitiv sechsstellig sind. Man muss nur zum Verständnis, selbst wenn ich jetzt halt die mittelgroßen Projekte, jetzt mal rein zum Verständnis, sind in der Regel schon, sagen wir mal, 100, 200, 300.000 Euro wert. Das heißt, aufs Jahr gerechnet jetzt mal. Ja? Das heißt, wir haben hier letztendlich eine Range, die ist mehr oder weniger open-end. Ja? Also sagen wir mal, so eine SAP-Commerce-Einführung, die dauert ungefähr 2 Jahre. Da habe ich vielleicht 5 Entwickler, Umsatzvolumen 1 bis 2,5 Millionen Euro. Ja? Es gibt natürlich auch noch die Softwareentwickler, die, sagen wir mal, eher ein anderes Zielgruppensegment vielleicht angepeilt haben. Da, wo sie vielleicht mal ein Customer Lifetime Value haben von 10.000, 20.000 Euro oder irgendwie sowas. Das ist ein bisschen was anderes. Also hier wird es schwierig, wenn du sofort mit Kaltakquise anfängst. Warum? Weil du verhältnismäßig viel, ja, Telefonate führen musst, um dann einen Kunden zu gewinnen, der dann letztendlich nur 7.000 Euro bezahlt. Das ist ziemlich hart. Ja, das ist ziemlich hart. Das wäre sogar für mich als B2B-Agentur fast schon unrentabel. Also ein Kunde, der mir nur 7.000 Euro bezahlt, das darf nicht zu oft passieren bei mir. Ansonsten wird es echt schwierig, ja, Rentabilität zu erzeugen. Das heißt, selbst mein als
das, was ich mache als B2B-Agentur, ja, mein Customer Lifetime Value ist im Durchschnitt, wenn ich das mal auf die letzten 5 Jahre beziehe, ungefähr um die 50.000, 60.000 Euro groß, stetig steigend. Also es geht jetzt in Richtung 70.000, 80.000 Euro. Ja, weil ich natürlich auch langfristige, sehr langfristige Kunden habe. Und mit jedem weiteren Jahr, wo ich mit einem Kunden weiter zusammenarbeite, steigert natürlich sich auch der Customer Lifetime Value. Und in der Regel wächst man ja auch gemeinsam, ja, über diverse Projekte und so weiter. Also ich wollte aber nochmal diesbezüglich nochmal Klarheit reinbringen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass du dir unbedingt dir selber im Klaren bist, wer ist eigentlich deine Zielgruppe. Denn es ist ein unfassbarer Unterschied. Und damit meine ich, wie groß ist mein Customer Lifetime Value? Das ist die eine große Erkenntnis, die du unbedingt dir aneignen musst. Und wenn du es dir das noch richtig klar bist, dann musst du unbedingt Klarheit schaffen. Denn damit steht und fällt dein ganzes, alles, was du vorhast. Ja, es ist wirklich so. Denn überleg mal, wenn du jetzt weißt, wenn du mit einer absoluten Sicherheit weißt, dass jeder Kunde, den du gewinnst und abschließt und erfolgreich eine Beziehung aufbaust, Minimum 52.000 Euro wert ist, ja, dann kannst du doch ganz anders in Vorleistung gehen. Dann könntest du theoretisch zu jeder Bank gehen und dir 50.000 Euro besorgen, egal zu welchem Zinssatz. Ja, weil du brauchst ja nur einen Kunden, einen einzigen Kunden. Ja. Und das ist eben das, wo halt viele, die auch zu mir kommen, wo sie noch nicht mal richtig im Klaren sind. Also die wissen noch nicht mal, okay, ist es mein Kunde, der Hans Moser um die Ecke, der irgendwie eine Webseite braucht für 20.000? Oder ist jetzt mein Kunde doch das Industrieunternehmen, wo ich theoretisch ein Customer Lifetime Value habe von mehreren Millionen Euro auf die nächsten 5 Jahre? Und das ist halt, sagen wir mal, grundsätzlich mal eine Frage, die wir gemeinsam gerne auch klären können. Und dazu einfach mal unverbindlich auch einen Call buchen. Und da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns da sehen. Ja, das ist schon lustig.